Mit der Originalkupplung hat sich mein umgebauter Burley-Kinderanhänger im Gebirge als sehr kippstabil erwiesen. Ist er das mit der Weber-Kupplung auch? Ich wollt's wissen. Außerdem seht ihr nochmal, wie ruckelig ein Weg sein kann und der Napoli legt sich trotzdem hin. Ein Zeichen dafür, dass er sich in diesem Hänger sehr, sehr wohl fühlt. Ja, wie ihr seht, habe ich heute ein bisschen rumexperimentiert mit meiner GoPro und ihr seht, selbst auf solchen Ruckeluntergründen legt sich der Napoli entspannt hin und so soll es sein, denn so ist der Schwerpunkt niedrig. Anlass war, dass ich an meinem 29 Zoll Mountainbike bislang die Burley Originalkupplung verwendet habe und weil ich in den Bergen häufig entkoppeln muss und wieder ankoppeln, wollte ich die Weber-Kupplung nochmal ausprobieren und weil die einfach sehr viel schneller zu handeln ist als die mit zwei Händen, nicht mit einer Hand, aber trotzdem sehr viel einfacher. Das hätte ich mit einer Hand nicht geschafft bei der Burley-Kupplung. Und da der Anhänger gar nicht mittig läuft, er ja auch schmal ist und diese Kupplung entgegen der originalen in alle Richtungen beweglich, hatte ich das schon mal probiert und in Bezug auf die Kippstabilität hat es nicht gut funktioniert. Aber wie man sieht, jetzt war es gut. Anhänger ist leer und mit Belastung nicht gekippt. Seid gut unterwegs.